Ja, hallo und herzlich willkommen, und hier sind wir auch wieder bei Fallout New Vegas Folge 66. So, also eine leicht abgewandelte Form deines Standardspruchs. Ja, so leicht abgewandelt. Und genau, wir hatten hier die Quest bei diesen. Hey! Genau, Kunden. Bei diesen Kunden angenommen. Ich wollte jetzt aber mal noch gucken, ob wir den Oberst hier oder Major oder so irgendwo finden. Genau, wir müssen nach wie vor. Ich glaube, du bist aber hier falsch. Ich glaub's auch. Also, ich bezweifle, dass der hier in diesem Warendepot ist. Aber wir können Lagerdatenbank, da können wir schon mal gucken, was wir denn alles erbeuten könnten. So, erstmal müssen wir das Ding hacken. So. Es ist beginning. Wo? Mit dem Ausrufezeichen. Ja, wusste ich's doch. Also, meine Fähigkeit zu hacken war in Fallout 3 legendär, aber jetzt bin ich nicht mehr so ganz. Also, es ist nichts mit E dahinter. Vielleicht das hier? Auch 1 von 9. Ja, dann eins haben wir noch. Es patrolled, würde ich sagen. Probieren wir mal. Ja, wir kommen der Sache näher. Okay. Erlaubnis ist schon mal aufgefüllt, dann können wir jetzt erstmal weitermachen. Ja. So, was machen wir? Mit Amplifies. Wo? Aber du bist dran. Oben drüber. Ha, verflixt da jetzt. Stretches? Oder was haben wir noch? Attention. Wo? Zwei drüber. Rechts. Verdammt! Das war ein totaler Schuss. Ja, das ging nie so ganz, wie ich mir das gedacht hatte. Okay, dann suchen wir jetzt hier mal ein bisschen Klammern. Gibt keine mehr. Ja, glaubst du auch? Doch, oben in der zweiten Dings sind noch relativ viele. Oh ja, hier sind einige. Nur eine. Weiß nicht, kannst du die jetzt... Vielleicht musst du auch erst die äußere nehmen, ja, dann erst die innere. So könnte die Sache funktionieren. Ach ja. So, ich glaube, das war's. Ja. Hat sich ausgeklammert. Na, du hast ja gespeichert, da können wir auch noch einmal. Prima. Ach so. Können wir auch noch einmal probieren. Das Problem ist, wenn wir jetzt immer wieder herangehen, verlieren wir immer wieder Karma. Ah, okay. Deswegen würde ich dann bei solchen Terminals dann doch eher laden. Remaining. 2 von 9. Nee, kann nicht sein. Solation. Ganz oben. Isolation. Das habe ich gar nicht gelesen, das I. So. Hätte ich es I gelesen, hätte ich gewusst, dass nur einer ist. Healthier. Healthier, meinst du? 2 von 9. Okay, jetzt suchen wir mal. Okay, also wir kommen der Sache wieder näher. Erst die äußere. Perfekt. Oh, nee, in dem Fall geht's. Das ist ja, seltsam. Aber da waren ja die zwei Klammern sozusagen auf der rechten Seite, nicht auf der linken. Also es waren zwei schließende, nicht zwei öffnende. Okay. Deswegen wird es wahrscheinlich dann leicht abgewandelt gewesen sein. So, hier ist keine mehr. Hier ist eine. Okay. Ja, mehr gibt's nicht, glaube ich. Okay. Mehr haben wir nicht. Dann können wir noch einen probieren. Was sagst du? Soll ich was sagen? Ja, sag du. Territory. Rechts unten. Tja, schade. Das war's. Man konnte es ja mal versuchen. Das war's mit unserem Let's Play. Das mit dem Hacken funktioniert mal wieder richtig geil hier. Ja, also wir werden jetzt wahrscheinlich hier eine Folge 20 Minuten lang hacken. Wir haben uns vorhin dazu entschlossen, dass wir, wenn in einer Folge nicht viel Spannendes passiert, oder aber, beziehungsweise das habe ich gerade hinzugefügt, oder aber wir irgendwie failen und nochmal neu laden müssen und lange weit zurückfallen, dann machen dran. Wir die Folge für euch länger. Ja, macht das. Schade. Dann machen wir die Folge für euch länger, damit ihr quasi mehr zu sehen habt, damit wir nicht irgendwie eine Folge machen, um dann festzustellen, dass die Folge eigentlich langweilig und sinnlos ist. So haben wir das geplant. Ja, mal sehen, ob wir das auch so umsetzen können oder ob wir jetzt nur spannende Folgen machen. Es sind ja schon in letzter Zeit mehrere längere Folgen rausgekommen. Das liegt einfach daran, dass wir manchmal einfach die Zeit vergessen, weil wir nebenbei so ein bisschen Zusatzinformationen im Internet suchen oder irgendwelche anderen Sachen im Internet machen, von denen ihr natürlich nichts wissen dürft. Wir machen nur gute Sachen. Ne? So, und ich würde gerne noch meine Erlaubnisse wieder auffüllen hier. Nein, immer wir noch nicht. Wir würden das alle gern. So, wir haben noch eins. Also Magickens war 3. Okay. Magickens. Puh, also mit Ing würde ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Andrans. Scorpions. Nee, Magickens nee, das und passt Scorpions. Nicht. Eine NS. Wo ist die dritte Übereinstimmung? Gibt's nicht, ja? Doch, eben. Das I. Nee, das passt aber nicht. Warum nicht? Doch, das passt. Muss es sein. Master? Das passt nicht. Du könntest wirklich. Also, wenn du den Stufenaufstieg nicht kriegst, dann lache ich wirklich. So. Also, das wäre so ultra witzig. Waffenmanifest herunterladen.
Hey, 50 Waffenbestand. Jahre. Waffenbestand. 28 in Gebrauch, 10 in Reparatur, 8 im Lager. Okay. 50 Sturmgewehre, 20 Kampfgewehre. Okay. Die Lieferung der Waffenschieber müssen erhöht und die Bestandsliste geändert werden, damit diese Zahlen zu den früheren Beständen passen. Beut wird langsam zu argwöhnisch. Okay, also anscheinend macht hier unser lieber Kollege ein paar... Ja, das ist eine Kollegin. Oh! Schreck, lass mal. Ich meine den Kunden hier unten. Dass der so komische Dinger macht. Der wird nervös, weil der... Nee, kommen die Leute ist so langsam auf die Schliche. Das da unten ist nicht Beut. Beut, das weiß ich. Okay, dann ist es doch cool. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück in das große Hauptgebäude, weil ich denke mal, wenn wir den Major finden, dann wahrscheinlich dort. Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Weil im Bahnhof sah es jetzt auch nicht so aus, als würden dort wichtige Persönlichkeiten rumrennen. Na, also ich würde mein Büro auch nicht unbedingt im Bahnhof. Wir können doch einfach mal auf die lokale Karte gucken. Aber wir haben ja keine Quest dazu, weil wir haben ja... wir haben keine Quest, die explizit sagt, wir sollen den finden, sondern es wurde uns ja nur der Hinweis gegeben, dass wir dort eine Quest bekommen können. Okay. Gut, deswegen müssen wir unseren eigenen Kopf dazu benutzen. Muss man ihn doch suchen. Das sieht wirklich aus überall wie Casino. Das Casino Bahnhof. Hier sitzt einer. Private. Hat der Colonel sie geschickt? Ich hatte gehofft, dass er sich anders überlegt hat. Sie sehen so traurig aus. Was ist denn los? Ich weiß. Ich habe geweint. Sieht man kaum. Wie dumm. Sowas machen Soldaten eigentlich nicht. Mein Ehemann, Hayes Ranger, und er wurde von einem Rudel Unholde ermordet. Die verdammten Wilden haben seine Leiche den Geiern überlassen. Meine Vorgesetzten sprechen es nicht aus, aber sie wollen Esteban dort draußen liegen lassen. Das ist mir klar. Wenn ihr Ehemann tot ist, warum liegt Ihnen so viel daran, die Leiche zurückzubekommen? Gut, sehr einfühlsam wäre das jetzt nicht. Es scheint mir seltsam, dass die Ankar nicht alles tut, um einen gefallenen Kameraden zu bergen. Der Colonel sagt, er habe nicht genug Leute, um Esteban zu holen. Und die Unholde haben dort Fallen gelegt. Scharfschützen sind auch da. Niemand anderes will Ihnen helfen? Ja, wir können eigentlich gleich hier mit der... Ich hatte fast schon aufgehört zu hoffen. Kannst du machen, aber ja. Seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass jemand für mich draufgeht. Ihr doch nicht. Estebans Leiche liegt zwischen einigen Gebäuden östlich des Repcon-Hauptquartiers. Zumindest sagten das seine Truppkameraden. Nördlich von dort ist eine RNK-Position. Sie liegt auf dem Weg. Dort können Sie sich über die Lage informieren. Super, Mama. Also ich muss jetzt mal kurz einwerfen, auch wenn wir dieses Visier für unser Jagdgewehr wirklich gut nutzen können, haben die uns ganz schön über den Tisch gezogen, weil das hat nämlich nur einen Wert von 250 Korken. Gut, dann haben sie uns über den Tisch gezogen. Also da haben wir schon ganz schön reingelangt. Also ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal den Typen sehen, der das uns verkauft hat, knallen wir ab. Ja, der war hier bei der 1,88 oder so. Ach so, dort war das. Ja, genau. So, dann jetzt gucken wir hier oben nochmal. Irgendwo hier muss doch dieser Idiot rumlungern. Ja, theoretisch schon. Also hat der einen Bart bekommen, dieser Boon? Nee, es sieht manchmal so aus, als hätte er so einen weißen Rauschebart. Du willst noch ein paar drauf? Na ja. Komm her! Nee, kann ich nicht. Ist hier vielleicht hier ist immer noch kein Zugang? Du kannst es ja mal probieren. Mach mal einen Quicksave, hey. Versuch da mal reinzugehen. Wo? Da ist kein Zugang. Kannst du nicht E drücken und sagen, ich gehe trotzdem rein, ist mir doch Latte. Achso, ah, okay. Geht nicht. Na, dann ist das in Ordnung. Das geht nicht, ich gehe jetzt einfach mal rüber, guck da nochmal. Wenn nicht, müssen wir nochmal hier unten gucken. Und dann werde ich erstmal diese Leiche bergen. Genau. Weil für einen gestorbenen Kameraden kann man schon mal... Sie sind zurück. Mhm. So sieht's aus. Ich habe Beweise dafür, dass Sergeant Condor... Haben wir? Wenn er das sagt. Das ist wohl das am schlechtesten bewahrte Geheimnis auf der ganzen Basis. Beweise, dass er nicht an sowas beteiligt wäre, würden mich überraschen. Aber wenn Sie tatsächlich echte Beweise haben, wird Sie jeder der hier stationierten Feldjäger darum beneiden. Was haben Sie gefunden? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe so... Ach, das ist der Waffenschieber. Ach so, na den wollen wir... Das war das, was wir gerade gefunden haben. Schon gut. Okay, lass... Das war eine... Ich dachte, das wäre dieser Maul... Vielleicht ist ja er dieser Maulwurf. Das kann nicht... Nee, da hat doch gesagt, Maulwurf wäre ein Offizier. Ach so. So, also ich glaube, wir müssen hier jetzt mal nochmal unten gucken. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Raum, den du noch nicht ganz durchsucht hast. Das kann natürlich sein. Wir geben erstmal die eine Quest hier unten bei dem Kunden ab. Ja, was ist? Nämlich, warte. Körner. Ja, genau. Wie ist die Lage in der Gegend? Was für Aufgabe fällt mir Karen?
Ja, weil der uns hier zu der guten Frau hochgeschickt hatte. Aber jetzt können wir vielleicht das mit den Unholden klären. Die Drogenunholde. Die größte Raiderbande überhaupt. Nichts lässt eine Gruppe schneller wachsen als Abhängigkeit. Ihre Typen absolut unberechenbar. Das klingt doch gut. Im Westen, im Vault 3, haben sie einen Laden aufgemacht. Sie greifen Tag für Tag unsere Stellungen an und meine Männer treiben sie wieder zurück. Aber es werden täglich mehr und wir immer weniger. Ich habe einen meiner Ranger ausgesandt, der ihren Führer töten sollte. Er ist nicht zurückgekehrt. Machen wir das. Schwerer Schlag, einen Ranger zu verlieren. Sie sind dauernd für einen da. Man ist schon richtig angewiesen auf sie und denkt gar nicht an sowas. Ja, das ist gut, weil die Ranger haben nämlich immer so eine geile Rüstung an und die würde ich mir auch gerne unter den Nagel reißen. Gut, ich gehe in die Vault rein und versuche den Ranger zu finden. So. Diese Vault ist brandgefährlich. Ja. Keiner nimmt es ihnen übel, wenn sie sich's anders überlegen. Ach, aber wenn sie ihn heimbringen, würde das viel bedeuten. Und? Achten Sie auch auf Zivilisten. Die Unholde haben Einheimische entführt. Spazierten am helllichten Tag in die Häuser der Menschen und nahmen sie mit. Der Mann, den sie suchen, heißt Bryce Anders. Anders war auf der Suche nach Motor Runner, dem Boss der Unholde. Wenn sie ein Kettensägengeräusch hören, wissen sie, dass sie ihn gefunden haben. Jagen sie ihm eine Kugel in den Kopf und sie haben neue Freunde. Alles klar, nichts leichter als das, würde ich sagen. Gut, dann werden wir uns jetzt erstmal ein paar Unholden widmen, bevor wir hier den Colonel weiter oder den Offizier weiter suchen, weil ich habe jetzt gerade übel Lust, da ein paar Leute umzubringen. Nur ein paar Leute über den Haufen zu schießen. Ist richtig. Und damit hier auch ein bisschen Action wieder im Let's Play losgeht. Genau, denn wir wissen noch, ihr wollt Action sehen, euch gefällt es nicht, wenn wir die ganze Zeit nur Dialoge führen. Aber beziehungsweise ich habe Spaß daran, Mats in eine prekäre Situation zu bringen. Richtig, auch so. Dialoge müssen ab und zu halt einfach 3, mal sein. 22. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo wir die eine Leiche für die gute Frau. Mhm. Und zwar Benny im Topf stellen. Das war die Vault 22 mit den Blumen. Das war Sierra Madre. Canyon Wreck, untersuchen Sie Mitternachtsshow Mojave Drive-In. Irre. Das war offensichtlich, also es ist keine richtige eingetragene Quest. Achso, die hat uns doch dann, wenn, irgendein Ort gesagt. Den hier. Nordpassage? Nee. Irgendein Quartier von der RMK. Ja, dann such mal einfach ein paar die Orte, die wir noch nicht entdeckt haben. Rangers. Ah, das ist die wahrscheinlich. Dann gehen wir hier zum Rapcon-Hauptquartier gehen und packen den Typen an. Ja klar, die sagt auch irgendwo beim Rapcon-Hauptquartier. Matze surfte wieder auf irgendwelchen obszönen Seiten. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, tja, damit musst du leben. Boah, und da sind die. Wer die? Die Scharfschützen dort oben. Na dann pack das Dingsgewehr aus. Ja, ich habe bloß gerade nichts in der Hand. Aber das kriegen wir hin. Wir haben ja unseren lieben Boon. Ich habe eine Waffe aus der Hand geschossen. Tja, das wird ihn sicher ärgern. Aber er hat sie schon wieder. Aber das hat ihm nicht lange Freude bereitet. So, wo ist der nächste? Da oben. Boah, Pams! Was? Nein, ich rede nicht mit dir. Ja! Stufaufstieg! Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Triumph das für ein Robert ist. Weil ich darf jetzt auch einen Perk aussuchen. Und weil das für Robert so ein Triumph ist, bin ich jetzt wirklich ruhig. Also ich würde... Nein, nur noch Spaß. Ich scherze doch nur. So, machen wir noch ein bisschen was auf Energiewaffen hier. Und den Rest geben wir auf falschen... Dietrich. Müssen wir auch mal ein bisschen skillen. So, oh, das ist ja geil. Also Tierfreund 2 hätten wir. Bekommen sie sogar Hilfe? Naja, also so viele Tiere scheint es ja auch im Ödland nicht zu geben. Nee, das stimmt. Also gerade sowas wie diese Bären oder was das war, haben wir ja noch nicht gefunden. Todesgrenze und 50% mehr Schaden mit einer guten Nahkampfwaffe haben wir nicht. Erleiden ihre Körperteile nur noch 50%, das klingt ja echt geil. Ja. In Adamantium, da waren wir jetzt im Wolverine. Haben Waffen mit einem Gewicht von mehr als 5 Kilogramm, sind es, wissen nicht. Das ist aber auch nicht schlecht, weil wir haben relativ viele Waffen, die glaube ich schwer sind. Oh, hier ein Gesundheitsbonus von 20. Aber ich wäre ehrlich gesagt fast für das Adamantium-Skelett. Du bist der King jetzt, du darfst das nehmen.
Oder haben sie trainiert? Dies gilt nicht nur für Waffen, deren Gewicht durch Modifizierung auf weniger als 5 Kilo gesunken ist. Ich nehme das Adamantium-Skelett. Und jetzt sind wir unverwundbar. So, also die Scharfschützen hier haben wir erledigt. Waren nicht sonderlich schwer. Und jetzt haben wir Ranger Morals Leiche. Hier ist sie. Sieht nicht mehr ganz so fresh aus, der Kunde. Nee, aber wir haben seinen Patrouillenanzug. Der hat einen Redaway und einen Stimpack. Warum hat das sich nicht geholfen? Selber schuld. Und wollen wir diesen Anzug mitnehmen? Alter, also, der ist von der RNK. Naja, nee, dann lieber nicht. Wobei. Wir können ja erstmal mitnehmen und. Wir haben es uns ohnehin schon verscherzt. Und wenn, ich glaube, wenn du dem die Rüstung gibst, zieht er die an, oder? Soll mir recht sein. Das wäre natürlich richtig geil. Weil vorher kam ja die Meldung, Eddie kann diese Rüstung nicht tragen, wo wir die ganzen Boni reingekloppt haben, die wir bekommen haben. Ja, tatsächlich. Na, siehst du, da können wir unseren Boon hier noch ein bisschen equippen. Was gerade. Ach so. Gut, der erklärt uns jetzt gerade, dass wir mit Y hier Objekte hochheben können. Ja, er erklärt uns halt, wie wir einen Boon ein bisschen angrabbeln dürfen. So, und jetzt begeben wir uns hier zur Wall 3, würde ich sagen. Ja, nur zu. Und, oder wollen wir erstmal wirklich hier Benny in Tops? Naja. Oder wollen wir in The Vault? Ne, ich würde in The Vault gehen. Also ganz ehrlich, ich habe Lust auf The Vault. Okay, dann machen wir hier die Wall 3. Ah, das war auch keine direkte Quest, ha? Nein, ist es nicht. Dann gehen wir da einfach mal hin und räumen da ein bisschen auf, ne? Genau. Verschieben. Super, ab zur Wall 3. Da geht's jetzt rund gleich, wenn wir nämlich das Unholde-Lager hier hochnehmen. Und ich nehme hier noch ein Schlückchen, dem Bahnhofsgebäude warst du schon drin, ha? Da waren wir doch eigentlich schon fast. Wir waren quasi, ja, ich bin am Dorf. Kann ich doch auch eigentlich fast. Dann tue ich hier erstmal Büros zu dem. Allied Technologies. Genau. Ja, genau, und wir sind dann nicht weiter dorthin gegangen, weil wir irgendwie in New Vegas rein wollten. Was wir bis jetzt immer noch nicht geschafft haben, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir sind also ich zumindest mehr in der Nähe als vorher. Ich finde es aber immer wieder faszinierend, wie es Fallout schafft, mich von dem Plan quasi dann immer wieder abzubringen. Ja, wenn man sich stimmt. Etwas vornimmt, geht ein paar Meter durch die Mojave-Wüste und schon findet man da irgendwas, was spannend aussieht und wo man auch meistens immer irgendwas entdecken kann. Also ich finde das echt extrem cool, dass es so viel zu entdecken gibt. Ja, also das ist auf jeden Fall wahr. Also es gibt nicht viele Spiele, also wenn man Call of Duty oder so ist, natürlich. Ja gut, da hat man natürlich aber auch nur sein. Aber das ist halt dann sein Ziel. Nur ein sturer Shooter. Und da finde ich das hier auch nicht mal schlecht, dass man sich so ein bisschen von der Welt quasi einlullen lassen kann. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich würde vermuten, dass das jetzt irgendwo hier in diesem Gemäuer da drüben ist. Und wir sehen auch schon so die ersten Feinde hier angezeigt da drüben. Na, dann kannst du ja schon mal einen Schleichangriff versuchen. Zack! Den habe ich nicht getroffen. Oh, jetzt muss ich nachladen hier. Der rennt weg! Ja, hervorragend, oder? Also, ah, jetzt aber hast du ihn getroffen. Na, zack! Hervorragend gemacht. Ich muss sagen, ein wunderbarer Schuss, lieber Robert. Du könntest und hier vorne sind auch noch Feinde. Biathlon teilnehmen, unglaubliche Reaktionen. Siehst du sie? Nein. Scope einfach mal rein, ja. Ich sehe sie auch gerade nicht, vielleicht sind sie auch hier unten. Das kann auch sehr weit weg sein, wie gesagt, unser Hubert gibt uns ja Wahrnehmung fürs Überdurchschnittliche. Ah, genau. Hier hinten sehe ich jetzt auch nichts. Wir gehen jetzt erstmal weiter hier rüber. Würde ich auch sagen. Und versuchen die Vault hier mal so aus der Entfernung ein bisschen aufs Korn zu nehmen. So, hier hinten zeigt er mir irgendwo wieder einen Feind an. Den sehe ich aber auch noch nicht. Ich würde mich ungern mit diesen Unholden hier auf dem Häuserkampf einlassen. Machen wir mal kurz F5. Und jetzt wird hier uns doch ein Arsch voll Gegner angezeigt. Erhöhte Position wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Aber kannst du ja versuchen, irgendwie auf die Waggons zu kommen. Oder du erschießt einfach da hinten die Typen. Das sieht eher aus wie eine Mauer, die hier gebaut wurde mit den Waggons. Weil das Problem ist, mit diesen mit dieser erhöhten Position bist du natürlich auch leichter zu sehen. Dann wäre ich ja einfach mal straight ahead. Einfach einen Schleichangriff versuchen auf die da hinten. Das geht ja mit diesem Gewehr echt gut. Ja. Vielleicht sehen wir hier irgendwie mit einer dicken Wumme. Naja, die sehen alle irgendwie. Wäre natürlich cool, wenn wir gleich den Anführer treffen würden. Naja, da müsstest du wissen, wer das ist. Das haben wir gleich.
denn das? Ich würde mal einfach vermuten, der Anführer ist der mit der größten Wumme. Muss nicht unbedingt sein. Den hast du erwischt. Sie können unsere Schüsse gerade noch nicht so wirklich orten. Also sie haben ungefähr die Richtung, wo es herkommt, aber sie haben uns noch nicht gesehen. Dein Arsch gehört mir. Voll in die Eier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, hier ist einer ganz nah. Den kannst du ignorieren, den machen schon unsere beiden Kumpanen. Hier kommst du nicht. So. Und das sieht jetzt schon, also ich glaube, einen habe ich noch gesehen, aber so mehr, sehr viel mehr Leute dürften das gar nicht mehr sein. So, drei von Nefis Kopf. Puh, ja, nehmen wir mit. Warum denn nicht? War das der Anführer? Weiß ich nicht, aber haben wir seinen Kopf mitnehmen dürfen. Goldtreiber, Psycho können wir mitnehmen. Ja, wie sieht's mit der Zeit aus, mein lieber Matze? Oha, da habe ich gar nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Und wir sind ja wieder ganz schön drüber. Das wird wieder eine längere Folge für euch. Euch wird's freuen und uns ist es nicht so schlimm. Wir verpassen halt immer mehr die Zeit, aber den darfst du noch holen, ja, oder auch nicht. Na gut. Du machst dabei die Abmoderation. Ich mach dabei die Abmoderation. Es war wieder eine Freude für euch zu spielen. Doch. Ich hoffe mal, dass es für euch immer genauso viel Spaß macht, wenn ihr uns zugucken dürft, wie wir spielen, gewinnen und failen. Wie dem auch sei, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Tschüss. Auf